über Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner live. Und mir jetzt zugeschaltet über Skype ist die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Grüß Gott, Frau Rendi-Wagner. Schönen guten Tag. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Situation ein? Jetzt sind ja wieder, muss man sagen, ein paar Tage vergangen. Wir haben am Wochenende eigentlich so ein bisschen einen Silberstreif am Horizont gehabt. Da hat es so gewirkt, als würde die prozentuelle Zunahme zumindest abnehmen. Gestern hat sie dann allerdings wieder stärker zugenommen, lag wieder über 20%. Wie ist denn Ihre Einschätzung der Lage? Ich denke, dass man frühestens Ende dieser Woche sagen wird können oder zumindest erste Anzeichen hat, um zu sehen, ob die Maßnahmen der letzten Woche wirklich greifen, ob sie erfolgreich sind, ob sie ausreichend sind. Das kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Und Sie haben es ganz richtig gesagt, es ist ein Tag höher und ein Tag wieder etwas niedriger. Was man schon sieht, ist, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die Verdoppelungszeit etwas größer wird, aber noch nicht so, wie man es wahrscheinlich jetzt wünscht. Mhm. Jetzt gibt es, muss man sagen, derzeit ein ganz, ganz großes Thema, das irrsinnig viele Menschen bewegt. Wir kriegen da auch, muss man sagen, wirklich hunderte Zusendungen mittlerweile. Und das sind die Tests, die Corona-Tests. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die eben sagen, sie werden nicht getestet, obwohl sie eben mit Personen in Kontakt sind, die Corona-positiv sind. Sie haben gestern flächendeckende Tests in Österreich gefordert. Was genau verstehen Sie denn unter so flächendeckenden Tests? Ja, es ist ganz wichtig zu sagen, dass flächendeckend in diesem Kontext heißt, dass wir eine Ausweitung der Tests auf alle und wirklich alle Kontaktpersonen von infizierten Menschen machen. Das heißt, Kontaktpersonen, die jetzt Symptome haben oder auch, wenn sie keine Symptome haben, sollten sie getestet werden. Warum? Weil wir genau bei neuen Coronavirus wissen, dass es eine große Gruppe gibt, die zwar infiziert sind und damit ansteckend für ihre Umgebung, aber selbst keinerlei Krankheitssymptome haben. Das heißt, sie wissen gar nichts, gehen in den Supermarkt, gehen zur Arbeit, sind in ihrer Familie und könnten auf diese Art und Weise unwissentlich das Virus weiter verbreiten. Und die Studien aus anderen Ländern zeigen, dass genau diese Gruppe der stillen Infektionen die stärksten Verbreiter des Coronavirus sind. Und wenn man das weiß, muss man dort ansetzen und sagen, dort muss ich die Infektionskette so schnell wie möglich, so rasch wie möglich unterbrechen, indem ich sie identifiziere. Und das kann ich nur, indem ich sage, alle Kontaktpersonen von Infizierten, egal ob sie jetzt krank sind oder nicht, testen, testen, testen. Aber hätten wir überhaupt ausreichend Kapazitäten für diese, wie Sie es nennen, flächendeckenden Tests? Gibt es genügend Labors, gibt es genügend Tests, gibt es genügend Personal, das diese Tests durchführen kann? Wir haben österreichweit sehr, sehr viele private, aber auch öffentliche Labors in den Spitälern, außerhalb der Spitäler. Und vor allem außerhalb der Spitäler liegen jetzt zum Teil Laborkapazitäten frei, weil die Leute vor allem im niedergelassenen Bereich außerhalb der Spitäler jetzt weniger zu Routineblutabnahmen zum Beispiel gehen. Und genau darum geht es. Diese Labors haben sich auch schon in den letzten Tagen und Wochen gemeldet und haben gesagt, wir könnten diese PCR, so nennt sich dieser Test, machen. Und jetzt geht es darum, noch eine Qualitätssicherung zu machen, aber alle freien Laborkapazitäten in Österreich bestmöglich zu nutzen. Und wenn das nicht ausreicht, auch neue zu bauen, zum Beispiel an Unikliniken neue aufzubauen oder ich kenne Überlegungen auch an der Veterinärmedizinischen Universität, die ja viele Labors und große Labors haben, auch dort wäre es möglich, größere Testungen in großer Zahl durchzuführen. Das muss man nützen, weil es notwendig ist, weil derzeit kennen wir nur die Spitze eines Eisberges. Wir wissen nicht, wie viele Menschen in Österreich tatsächlich das Virus verbreiten. Das heißt, wir sind quasi ein bisschen im Blindflug unterwegs und wichtig ist, dass wir wissen, wie groß ist der Eisberg unter der Wasseroberfläche, damit wir auch erfolgreich gegen das Coronavirus kämpfen können und damit wir eine stabilere, verlässlichere Datenlage bekommen, weil wir jetzt sehen immer Kurven, die berechnet werden. Sie haben mich gefragt, wie lange wird es noch dauern. Wenn wir das wirklich gut sagen wollen und prognostizieren wollen, dann brauchen wir gute Daten, die diese Kurven sozusagen speisen
Und je mehr Daten zur Verfügung stellen, desto stabiler sind die Prognosen für die nächsten Tage und Wochen, wie die Sache in Österreich, wie die Situation in Österreich sich weiterentwickelt. Aber das heißt, wenn Sie sagen, das ist die Spitze des Eisbergs, wir haben eine Dunkelziffer, die in Wahrheit viel höher ist. Was gibt es da sozusagen Erfahrungswerte aus der Vergangenheit? Liegen wir beim Doppelten, beim Fünffachen, vielleicht beim Zehnfachen an Fällen? Wie schätzen Sie das ein? Ja, sicher haben wir eine sehr, sehr große Dunkelziffer und die größte Unbekannte sind eben jene Menschen, die infiziert sind, aber keine Symptome entwickeln. Das ist die größte Unbekannte und wir wissen, dass die, wenn wir jetzt von 100 Infizierten sprechen, etwa über 80% ausmachen. Das heißt, dass daran sieht man schon, dass wir wirklich nur einen kleinen Prozentsatz derzeit sehen und eine ganz große Zahl an infektiösen Menschen, die also anstecken können, ohne es zu wissen, gar nicht identifizieren. Und das ist aus meiner Sicht ein zu unbekannt, also das ist ein Eisberg, der unter der Wasseroberfläche ist, der für uns gefährlich werden kann, wenn wir uns den nicht genauer anschauen. Mhm. Jetzt hat der Bundeskanzler heute im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass ab sofort 15.000 Tests am Tag durchgeführt werden sollen in Österreich. Ist das Ihrer Meinung nach eine ausreichende Zahl? Käme man dann dorthin zu dem, was Sie fordern, zu diesen flächendeckenden Tests, oder ist das noch immer zu wenig? Also ich finde diese Entscheidung des Bundeskanzlers jetzt die absolut richtige Entscheidung, jetzt diese Testfrequenz zu erhöhen. Ob sie ausreichend ist, davon gehe ich jetzt mal aus. Wir kennen Erfahrungen aus Venetien, aus Italien, die etwa 13.000 Tests pro Tag durchgeführt haben. Wir haben jetzt eine etwas größere Einwohnerzahl, deswegen kommt das etwa hin, wenn wir jetzt auf 15.000 pro Tag erhöhen. Am Ende werden sich die Statistiken, muss man sich die Statistiken genauer anschauen, um die Zahl zu präzisieren, aber jetzt auf ersten Blick klingt das mal vernünftig. Jetzt gibt es auch immer wieder die Diskussion um diese Schnelltests, wie sich die nennen, weil sehr viele Menschen sagen auch, sie können vielleicht getestet werden oder sie werden getestet, aber sie warten dann sehr lange auf dieses Testergebnis. Der Gesundheitsminister hat gesagt, er hält nichts von solchen Schnelltests. Wie sehen Sie das, auch als Medizinerin? Sind solche Schnelltests sinnvoll? Ich glaube, da herrscht ein bisschen ein Missverständnis, was Schnelltests eigentlich sind. Die derzeitigen Tests, die vor allem jetzt in den nächsten Tagen und Wochen neu dazukommen sollen, sind welche, die zwar in kürzerer Zeit ein Testergebnis liefern, aber noch immer Stunden brauchen. Also die kürzeste, die ich kenne, sind ca. 90 Minuten. Das sind auch 1,5 Stunden. Jetzt müssen Sie vorher, muss das alles administriert werden. Also in Summe sind das auch 2-3 Stunden, die das Testergebnis braucht. Ein Schnelltest im eigentlichen Sinn ist ein Test, der fast im Spital oder beim Krankenbett direkt gemacht werden kann und innerhalb einiger Minuten beziehungsweise kürzer als 1 Stunde ein Testergebnis liefert. Das ist ein wahrer Schnelltest, den gibt es meines Wissens derzeit nicht. Der ist nicht verfügbar, zumindest nicht solche, die einsetzbar wären. Mein Kenntnisstand ist, dass wir frühestens in einem Monat, glaube ich, aus den USA mit einem solchen Schnelltest rechnen können. Aber da ist auch die Frage, ob der dann in großer Zahl auch in Europa verfügbar ist. Das wissen wir derzeit nicht. Die Frage ist ja auch, wenn die Personen dann getestet werden und im sag ich mal, schlechtesten Fall auch positiv sind, was passiert dann mit ihnen? In Israel hat man da ja sehr harsche Maßnahmen, da werden diese Personen, glaube ich, sofort in Quarantäne genommen und in eigene Spitäler oder angemietete Gebäude gebracht, wo sie sich dann, glaube ich, mindestens für 14 Tage oder zumindest bis das Ergebnis halt negativ ist, aufhalten müssen. Wäre das Ihrer Meinung nach auch ein Ansatz für Österreich, weil das ja doch ein Problem ist, dass die Leute teilweise nur in Selbstquarantäne sind und eigentlich niemand sicherstellen kann, ob sie dann das Haus verlassen oder nicht? Das ist immer eine Frage der Machbarkeit und der Umsetzbarkeit. In Österreich fährt man derzeit die Strategie, dass man nur jene erkrankten Corona-Fälle in die Spitäler bringt, die wirklich auch eine Spitalsbehandlung brauchen, die also schwerer erkranken. Das sind vor allem die Älteren oder Leute aus Risikogruppen. Und alle, die sehr milde Verläufe haben, leichtes Fieber, Husten oder eben gar keine Symptome und nur positiv getestet sind, wie Sie richtig sagen, in Heimquarantäne kommen. Das, was ich so höre, ist, dass sich die meisten auch daran halten und dass das ja auch kontrolliert wird. Greifen eigentlich die Maßnahmen, die die Bundesregierung gesetzt hat, Ihrer Meinung nach? Wie ist denn Ihr Gefühl? Halten sich die Österreicher daran?
Ich glaube, dass sich der Großteil der Österreicherinnen und Österreicher an die Ausgangsbeschränkungen hält, die sozialen Kontakte in den letzten Tagen auf ein absolutes Minimum reduziert haben. Ich glaube, da müssen wir wirklich allen in Österreich lebenden Menschen ein großes Danke aussprechen, weil diese Einschränkungen sind für viele sehr schwer, vor allem wenn sie ältere Menschen betrifft. Und von daher, glaube ich, muss man sich auch überlegen, wie man mit dieser älteren Gruppe, vor allem die jetzt oft alleine sind, auch wirklich umgeht. Und ich hätte da auch quasi einen Vorschlag. Wir wissen, dass viele Ärzte in Quarantäne sind oder zu Hause sind und gleichzeitig sind auch viele Ältere jetzt zu Hause. Da könnte man über telemedizinische neue zum Beispiel Methoden, wie zum Beispiel mit Apps, diese Menschen zum Beispiel auch medizinisch, ärztlich zu Hause versorgen, ohne dass sie das Haus verlassen müssen. Diese Möglichkeiten wären durch elektronische Gesundheitsakte ELGA zum Beispiel schon möglich. Das wäre ein innovatives Konzept auch, um diese älteren Leute, die jetzt zu Hause sind, auch ärztlich zu versorgen, ohne dass sie das Haus verlassen müssen und gleichzeitig die ärztliche, die medizinische Kapazität nutzt, jener Ärzte, die jetzt in Quarantäne zum Beispiel zu Hause sitzen müssen. Mhm. Ich meine, die Frage, die sich natürlich jeder derzeit stellt, ist, wie lange dauern diese Maßnahmen? Jetzt gibt es da Experten in Großbritannien, in den USA, die teilweise sagen, das kann bis zu 18 Monate dauern. In Großbritannien gibt es Rechenmodelle, wo man sagt, man macht dann immer einen Monat Shutdown, einen Monat wieder eher normales wirtschaftliches Leben, dann wieder einen Monat Shutdown. Ist das Ihrer Meinung nach eine Möglichkeit, so zu verfahren? Dauert das wirklich so lange, 18 Monate? Wie schätzen Sie das ein? Ganz genau kann man das nicht sagen, aber man kann es umso genauer sagen, je mehr und präzisere Daten wir haben. Und deswegen habe ich gesagt, testen, testen, testen. Nicht nur, dass die Menschen Sicherheit bekommen, nicht nur, dass wir die Ausbreitung schneller damit stoppen, sondern damit wir auch bessere Daten bekommen für unsere Prognose. Wie lange dauert denn das in Österreich? Wie lange brauchen wir welche Maßnahmen zur Einschränkung in Österreich? Und wie lange dauert es insgesamt? Und das können wir nur sagen, wenn wir wirklich gute Daten haben. Erstens über alle Infizierten in Österreich. Und eine zweite Art von Tests müssten jetzt in ganz Österreich quasi in Stichproben durchgeführt werden. Das sind sogenannte Antikörpertestungen, serologische Testungen innerhalb durch Blutabnahmen, wo man feststellen kann, welche Teile der Bevölkerung sind schon immun durch die letzten Wochen gegen das Coronavirus. Das ist ganz wichtig für diese Prognose, die Sie jetzt angesprochen haben, um zu wissen, wie lang wird es in Österreich dauern, dass wir die schützende Herdenimmunität von 50-70% circa erreichen. Solange wir keine Impfung haben, können wir das nur auf diese Art und Weise feststellen. Aber mir als Laie ist ja nicht ganz klar, wie kann man denn verhindern, wenn dann dieser Shutdown vorbei ist, wenn wir die Systeme wieder hochfallen, dass es dann nicht gleich wieder ausbricht. Also es wird jetzt der Ostermontag beispielsweise genannt, da flacht jetzt die Kurve ab, dann werden die Geschäfte wieder geöffnet. Wie will man verhindern, dass dann es nicht sofort wieder zu einem Anstieg der Fälle kommt? Ja, das ist ein heikler Moment und deswegen kann man nicht zu früh quasi alles zurückfahren und muss sich gut überlegen, wann ist der richtige Moment. Das sind sogenannte Triggerpunkte, die man definieren muss in dieser berühmten Kurve. Wann dieser Triggerpunkt erreicht ist, dann darf man schrittweise niemals auf einmal die Maßnahmen zurückfahren und immer weiter monetieren die Krankheitsentwicklung im Land und, wie Sie ja richtig sagen, dann auch reagieren, falls die Fälle dann wieder ansteigen. Das ist ein höchst mathematischer Vorgang, eine statistische Berechnung. Und die kann nur so gut sein wie die Daten, die dahinter stecken. Und derzeit sind die Daten nicht gut, die wir haben, weil sie nur eine kleine Spitze des Eisbergs zeigen, der tatsächlichen Fälle. Wir müssen die Wahrheit kennen, um die richtigen Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können. Aber wenn ich Sie da so richtig verstehe und ein bisschen zwischen den Zeilen interpretiere, dann sind Sie der Meinung, wenn es zu diesem Shutdown kommt, dann kann das nur schrittweise gehen und dann dauert das sicher noch Wochen, wahrscheinlich Monate, bis man dann überhaupt wieder zu einem normalen, geregelten Leben zurückkommt. Ist das so? Also viel Erfahrung gibt es nicht auf dem Gebiet, aber was wir aus den anderen Ländern, die das bereits vor uns durchgemacht haben, wissen, ist, dass es nur ein schrittweiser Prozess sein kann. Das sind doch jetzt die Pläne. Aber es ist wichtig, es nicht zu früh zu machen, sonst bekommt diese Kurve dann natürlich Buckeln, die immer wieder auch nach oben gehen. Und das wären gefährliche Momente. Wir wollen ja ein kontinuierliches Absinken. Und es wäre deswegen auch zu wichtig zu wissen,
ob schon ein guter Teil der Bevölkerung vielleicht schon Antikörper hat, ohne dass wir es wissen, immun ist. Denn wenn dieser Anteil über 50 bis 70, das weiß man nicht so genau, Prozent liegt, dann hat das Virus, wenn wir alle Maßnahmen zurückfahren würden, gar keine Chance mehr, sich zu etablieren und zu zirkulieren in der Bevölkerung. Das wäre der Idealzustand. Wenn wir eine Impfung haben, können wir natürlich durch Impfung diesen Zustand herbeiführen. Das wird aber vor Ende des Jahres sicher nicht der Fall sein. Aber das heißt, Ihrer Meinung nach wäre jetzt ganz wichtig, diese Antikörpertestungen auch zu machen in Österreich? Zwei Tests. Zum einen die jetzt schon im Einsatz befindlichen PCR-Tests. Das sind die, weisen das Virus nach sozusagen, Virusnachweistests zur Diagnose der Erkrankungsfälle und aller Kontaktfälle auf der einen Seite und parallel dazu eine zweite Testserie, die stichprobenartig in einer gewissen Größe in ganz Österreich gefahren werden sollte, um zu sehen, wer ist schon immun. Das ist ganz, ganz wichtig, um prognostizieren zu können, wie schnell wir die Maßnahmen auch zurückfahren können. Abschließendes Thema noch, das auch sehr viele Menschen beschäftigt sind, ist der Mundschutz oder sind diese Schutzmasken, wo es derzeit ja in Österreich anscheinend wirklich zu Engpässen kommt. Jetzt hat die Bundesregierung zwar 2 Millionen zusätzliche Schutzmasken bestellt, die noch im Laufe dieser Woche kommen sollten, aber es dürfte nicht genügend Schutzmasken geben in Österreich. Sehen Sie das auch so? Ich kann nur das sagen, was ich auch aus den Medien entnehme und zum Teil auch von Leuten höre, die in Spitälern arbeiten in ganz Österreich. Und die führen einen täglichen Kampf um genügend Schutzausrüstung. Und da müssen wir wirklich genau drauf schauen. Die Menschen, die im Spital arbeiten, die jetzt die Grundversorgung, die medizinische aufrechterhalten, die Pflegerinnen und Pfleger, die Ärzte bis hin zum Reinigungspersonal, die leisten wirklich Spitzenarbeit. Und die sind einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt und die dürfen wir hier nicht alleine lassen. Ich glaube, mit aller Kraft muss alles getan werden, genügend Schutzausrüstung für alle medizinischen Bediensteten im Personal zu haben. Das sind die Masken, das sind Schutzbrillen bis hin zu Schutzkleidungen und Handschuhen natürlich, aber auch außerhalb der Spitäler. Alle praktischen Ärzte, die Hausärztinnen und Hausärzte, aber auch Fachärzte haben natürlich ein erhöhtes Infektionsrisiko derzeit. Soweit mein Wissensstand reicht und soweit ich das jetzt auch gesagt bekomme, fehlt denen komplett jegliche Schutzausrüstung. Das ist inakzeptabel. Abschließend noch, jetzt kennen wir das aus asiatischen Ländern, wo ja nicht nur das medizinische Personal, sondern auch die ganz normalen Menschen auf der Straße mit so Schutzmasken herumgehen. Wäre sowas sinnvoll in Österreich, hier eine Schutzmaskenpflicht beispielsweise im öffentlichen Raum einzuführen? Also wir haben ganz klare Hygienerichtlinien, die gegen die Weitergabe der Infektionen sehr gut hilft. Das ist regelmäßiges Händewaschen, das sind das Verwenden von Desinfektionsmitteln, keine Handschlag geben und so weiter. Diese Dinge sollten eingehalten werden. Nicht sinnvoll sind diese kleinen, die normalen OP-Masken zu tragen. Das ist kein sinnvoller Infektionsschutz für den Einzelnen. Und ganz im Gegenteil, es zeigt sich aus den Erfahrungen der letzten Epidemien und Pandemien, dass wenn die Leute das viel tragen, sie sich reflexartig und oft unbemerkt ins Gesicht viel öfter greifen als ohne Maske. Und die Hand ist der stärkste Träger von Viren und Bakterien. Und durch die Hand kommt es dann im Gesicht zu gefährlichen zu einer gefährlichen Infektionsgefahr, die damit verstärkt ist, nur durch das Tragen der Maske. Und wir sagen, Laien sollten keine Masken tragen, die sollten dem medizinischen Personal vorbehalten sein. Dort gehören sie hin. Ausnahme, wenn jemand krank ist, wenn jemand selbst Symptome hat, die sehr verdächtig sind auf Corona, Husten, Fieber, Kurzatmigkeit, dann könnte es sinnvoll sein, zum Schutz der Umgebung eine Schutzmaske zu tragen, bis man eine ärztliche Versorgung hat. Frau Rendi Wagner, vielen Dank, dass Sie kurz Zeit gefunden haben für uns. Schöne Grüße in die Löbelstraße, ins sozusagen Homeoffice oder sozusagen Skype-Office in dem Fall. Wir machen kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück und zwar mit der Infrastrukturministerin Leonore Gewessler. Die ist uns gleich zugeschaltet. Es geht natürlich auch in diesem Interview um die Corona-Krise.